Schon im letzten Jahr habe ich hier an dieser Stelle meine Bienenweiden geplant. Und nun heute am Tag der Arbeit, 1. Mai, da habe ich die Zeit dafür. Mal eben nicht Schreibtisch, mal nicht nur mit dem Kopf, sondern wirklich mit Hand und Fuß. Ja, zum Tag der Arbeit tut es mir gut, mal ein bisschen in Gottes wunderbarer Schöpfung rumzuwühlen. Es tut gut, mal etwas anderes zu tun. Sich einfach mal Gedanken zu machen. Ja, ich weiß, es gibt Menschen durchaus, die den ganzen Tag mit ihrer Arbeit zugange sind. Aber für mich gilt das halt leider nicht. Oder glücklicherweise. Obwohl manchmal vermisse ich was. Luther wird der Satz zugeschrieben: Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Eine gute Idee in Zeiten der Katastrophen. Wir leben in solchen Zeiten, in einer Zeit, in der wir kaum noch wissen, wie es richtig weitergeht, in der wir Normalität vermissen, in der wir gar nicht mehr wissen, was es heißt, ganz normal unserem Beruf nachzugehen oder unserer Berufung. Es ist eine Zeit, in der gehen Arbeitsplätze verloren. In der verlieren Menschen ihren Sinn und ihre Bedeutung. Corona-bedingt geht Gemeinschaft verloren. Wir vereinsamen in unseren Wohnungen. Das ist schlimm. Und dann brauche ich etwas Ausgleich. Heute, am Tag der Arbeit. Die Sehnsucht nach etwas Betätigung, nach etwas Normalität, nach etwas, so wie es immer war, die wächst von Tag zu Tag. Die Sehnsucht, einfach wieder das zu tun, was wir schon immer tun wollten. Ein bisschen im Garten wühlen, ein bisschen vielleicht eine Bienenweide anlegen, ein bisschen mal entspannen. Das ist ein Zeichen, das Mut macht, mitten hinein in Gottes gute Schöpfung, am Tag der Arbeit. Gott erschuf die Schöpfung. So erklärt es die Bibel in sechs Tagen. In sechs Tagen, genau. Und am siebten Tag, da erschuf er die Ruhe, die Pause, das Erholen. Das, was für uns Sonntag ist. Und damit es nicht verloren geht, hat es das sogar bis in die 10 Gebote geschafft. Du sollst den Feiertag heiligen. In unserer Welt arbeiten mittlerweile so viele Menschen, auch sonntags und vor allen Dingen sonntags, dass es unumgänglich ist, wenigstens einmal im Jahr daran zu erinnern, dass sie das tun. Sie kennen sie alle. Das sind die Menschen in den Krankenhäusern, die Menschen in den Altenheimen, die Menschen, die für Recht und Ordnung sorgen, die Menschen, die den Verkehr aufrechterhalten auf Straße und Schiene, auf dem Wasser und in der Luft. Überall arbeiten Menschen auch an Tagen, die eigentlich der Ruhe und der Erholung gedacht sind. Und natürlich gehören da auch die Menschen dazu, die in den kleinen Gärten und in der großen Landwirtschaft arbeiten. Die dafür Sorge tragen, dass genug zu essen auf dem Tisch ist, dass wir wissen, wovon wir leben. Ach, guter Gott, wie wunderbar ist es, dass wir durch dich gelernt haben, dass Arbeit etwas ganz Wichtiges ist und wertvoll. Dass es aber genauso wichtig ist, dass wir Ruhe finden, Erholung und Entspannung.
Wir haben gelernt, dass Entspannung und Ruhe was völlig Unterschiedliches sein kann. Für den einen wie für mich bedeutet es, ein bisschen in deiner Schöpfung wühlen, im Garten arbeiten, rumzuackern. Und für den anderen ist es die Couch, der Fernseher oder vielleicht auch der Computer, ein bisschen spielen. Ja, es ist unterschiedlich. Darum bin ich dankbar, wenn ich hier in meiner Freizeit, in meiner Erholung diese Bienenweide anlege und mich dann freuen kann, wenn die Bienen kommen und im Sommer ihren Nektar holen und ich das genießen darf. Darum wünsche ich uns allen heute ein klein bisschen Ruhe, ein bisschen Entspannung, ein bisschen bewusst werden, wer jetzt immer noch arbeiten muss und arbeiten will. Und ich wünsche uns, dass wir wohlbehütet unter dem Segen Gottes in diese Zeit gehen. Amen.